Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia, das ist die Ahnenhöhle. Und heute wieder mit dabei ein Co-Moderator, und zwar der Jaro. Hi. Hi. Ja, super. Die Motivation ist unglaublich. Ja, ich musste mich schon. Er hat mich darum gebettelt, hier mitmachen zu können, nicht wahr? warte, ist Battlen sowas wie nein, nein, scheiße, mach das nicht. Ja, genau, ungefähr sowas. Also wenn du den Leuten davon erzählst, du hast gebettelt. Okay. Ich battle dir gleich ein. Ja, okay, und zwar folgendes. Jaro Der hier ist. Battle-Axt. Die Battle-Axt. Jaro hier ist selbstständig. Er hat eine Waffenschmiede. Gut, du darfst dich eigentlich selber vorstellen und ich fange einfach schon mal an. Rüstungsschmiede. Ich baue Rüstungen. Ja, du Zum gut darfst. aussehen oder zum, naja, ich würde damit nicht kämpfen müssen, aber sie sehen gut aus. Nee, du kannst so ein bisschen erzählen, Internetseite erwähnen und so weiter und keine Ahnung, kannst ein bisschen Werbung für dich machen. Na gut, dann mache ich halt ein bisschen Werbung für mich. Ich bin ja eigentlich immer so ein bescheidener Typ. Tja, vielleicht kennen mich viele aus dem Internet. Ich mache seit 4 Jahren die mandalorianische Beskar-Schmiede. Wir machen so Star Wars-Rüstung aus Metall. Wir machen alles Metall. Wir machen Star Wars Metal. Wir machen es schwärzer als das schwärzeste Schwarz, mal unendlich. Entschuldigung. Ja, Irgendwie fehlen mir und. jede Menge Items. Tja, dann solltest du vielleicht mal was kaufen. Du musst kaufen. Genau, wo wir bei Kaufen sind. Also seit so ungefähr einem Jahr dachte ich mir, ey, ich mache schon so viele Rüstungen, da kann ich mich auch gleich selbstständig machen und halt alles Mögliche bauen, was ich halt gerade so Bock habe. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier mal. Irgendwie passt der Spielstand gerade nicht. Finde ich das Wieso ist er jetzt. 30 Jahre alt? Keine Ahnung, kann sein. Rüstung. Jetzt hat müsste es passen. Ja, genau. Okay, alles klar. Jetzt passt. Jetzt kann, du kannst weitermachen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du da von vorne anfangen? Ich glaube, Beskar Schmiede habe ich schon abgehakt. Ja, ich mache jetzt mein eigenes Ding noch nebenbei. Full Metal Fantasy, kann man auch googeln. Ja, und ich verlinke es unten in der Beschreibung. Also wenn sich jemand dafür interessiert und unbedingt mal eine Star Wars Rüstung braucht, dann meldet euch bei Jaro. Der kann euch da voll die Star Wars Rüstung und so machen. Und andere. Und alles. Eigentlich kannst du alles. Eigentlich alles. Ich habe mein FMF-Projekt extra gemacht, weil ich keinen Bock mehr auf Star Wars-Rüstung habe. Also, ihr könnt alles außer Star Wars bei mir machen. Jo, und so, das war's erstmal zu seiner Person. Ich bin der Blackie, ich mache Let's Plays. Moment mal, ach, wir sind ja auf meinem Kanal. Was ist unser heutiges Gesprächsthema? Wir werden unser Gesprächsthema wahrscheinlich erstmal erklären müssen, weil die wenigsten Leute wahrscheinlich mit dem Begriff was anfangen können. Und zwar Gothic Lab. So, Du das ist meinst jetzt, jetzt. da muss man jetzt eigentlich schon fast zwei Begriffe definieren. Und zwar einerseits Gothic. Nein, wir reden hier nicht von dem Kleidungs- und Musiktrend. Wir reden hier von einem Computerspiel. Was ist mit dem Baustil? Nein, wir reden noch nicht von dem Baustil. Ich hab doch schon gesagt. Nein, verdammt nochmal, nerv ich mich. Lab, der Baustil Lab. Ich dachte, der gotische Baustil wie der Kölner Dom und so ein Scheiß. Nein, also wir reden von Gothic Lab, damit meinen wir einerseits Gothic, das Computerspiel. Und mit Lab meinen wir Live-Action-Roleplaying. Jetzt müssen wir natürlich What erstmal. is love? Baby, don't hurt me. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die beiden Begriffe für die Leute, denen das nichts sagt, definieren. Sonst haben die hier irgendwie eine Stunde oder 2 Stunden Gesprächsthemen, mit denen sie nichts anfangen können. Du meinst Also, deine 10 Zuschauer? Zuschauer, genau. Die Leute hier, die gucken und so. Alle fünf. Und zwar folgendes: Gothic 1 ist ein. Also, wir reden mal hauptsächlich von Gothic 1, oder würde ich sagen? Das Ah, wir andere. können das 2er auch noch mitreden, weil das 2er und das Add-on ist ja noch gut. Das stimmt. Also fangen wir mal an. Wer möchtest du Gothic erklären oder Lab? Fangen wir mit Gothic an. Ja, kennst du typisches Rollenspiel, du bist der Held, bla bla bla. Nee, das gibt's nicht. Warte, Moment mal, hast du nicht mal ein Gothic Let's Play gemacht? Gothic 2 habe ich Let's Played. Gothic 1 kommt noch. Oh Gott, das habe ich gespoilert! Nein! Ja, egal, jetzt wisst ihr es. Lebt damit. Ja, jetzt kannst du den Link auch noch in die Beschreibung setzen. Nein, Gothic das werde 1 ich. Let's Play. Ja, das werde ich To be irgendwann mal machen. announced. Moment, ich habe ein Part habe schon Let's Played, wie ich in die Mine geschmissen werde. Und das war vor 2 Jahren oder so. Dann habe ich es nicht mehr weitergemacht. Gut, wo fängt man bei Gothic 1 eigentlich an? Naja, Ich würde fang mal doch am sagen. Anfang an.
Ja, es war eigentlich der Debüttitel von Piranha Bytes. Die haben, glaube ich, 5 Jahre an dem Ding entwickelt, aber was man wirklich an dem Spiel merkt, es ist ein Spiel, das von Spielern entwickelt worden ist. Also es hat eine unglaublich, unglaublich stimmige und realistische Spielwelt. Es gibt wirklich sehr wenig Sachen, die wirklich, sage ich jetzt mal, Sinnlos. unpassend oder sinnlos sind, ja. Also ich meine, nennen wir mal ein Beispiel für sinnlos. Im Fallout 3, wir bauen eine Stadt um eine Atombombe. Das ist so etwas. Naja, das Prinzip von Fallout 3 war, dass eigentlich jede Stadt kannst du vergleichen mit einer Westernkulisse. Es gibt zwar so ein Thema wie bei einer typischen Star Trek-Serienfolge aus den 60ern, das ist jetzt der Mafia-Planet und das ist jetzt der Nazi-Planet oder sowas, aber es ist alles einfach nur Kulisse, wie in so einer Westernstadt. Und so sind die Städte in Fallouts. Du kannst reingehen und stellst die Frage, was essen die Leute? Und du So. siehst eigentlich nichts, was die Leute essen. Die müssen anscheinend irgendwie von Luft leben. So, jetzt muss Ich ich kurz meine, was ist unterbrechen. sinnvoller? Baust du jetzt entweder eine Farm und baust Land, Bramins und ja, Agrarprodukte sowas an? Oder baust du einfach die Stadt um eine Atombombe? Ja, da wird das Gemüse größer, ne? Naja, von Strahlung kannst du auch leben. So ein bisschen, ganz kurz. Ein bisschen ganz kurz, genau. Hulk muss auch sterben. Ja, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Und zwar mache ich die ganzen Runs hier wegen blauen Kisten. Und wir haben hier eine, die sind scheiße selten. Deswegen muss ich kurz schauen, was ist da drin. Und ein Aquahelm, verdammte Scheiße. Wir haben den ja schon mal. Na gut, du kannst Also war das in der weitermachen. blauen Kiste ein Feuerhelm? Naja, ein Donnerhelm. Das gibt's auch wirklich. Nee, keine Ahnung. Irgendwas, was nützlich sein könnte. Egal, wir können weitermachen. Also auf jeden Fall, worum es geht, wir wollen nicht zu sehr ausarten, wir wollen schließlich zum eigentlichen Thema auch noch kommen. Gothic ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr stimmige Spielwelt und das beste Rollenspiel in der Computerwelt, das ich kenne, ehrlich gesagt. Es ist noch in einigen Punkten seinen Konkurrenten um einige Jahre voraus, würde ich sagen. Es war zu seiner Zeit schon vieles voraus. Ich glaube, es war sogar eins der ersten Rollenspiele, wo wirklich jeder Dialog vertont worden ist. Morrowind kam ja 6 Monate später raus und da wurde nur die drei Hansel im Intro haben einen Dialog gesprochen bekommen und das hat dich eigentlich nur verarscht, weil du danach nur noch Texttafeln bekommst. Naja, für irgendwas muss man ja Werbung machen. So, das ist die erste halbe Stunde, die du jetzt in der Demo haben kannst. Kauf das Spiel. Hey! Man hat mich reingelegt. It's a trap! Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, selbst in der heutigen Zeit sind die Spiele, abgesehen von Grafik und nicht mal unbedingt besser, aber also auf jeden Fall, ich finde, die heutigen Spiele können mit Gothic auch nicht mehr mithalten. Es ist allgemein ein Problem, was mehr mit der Handlung, mit dem Plot meistens zu tun hat, weil heute, wenn ein Rollenspiel rauskommt, musst du immer entweder die Welt retten, es gibt alte Götter oder antike, was weiß ich. Es ist einfach immer in so einem Epic Scale, es ist einfach so, es muss Herr der Ringe mal 1000 übertreffen, es muss einfach geil sein und du musst der auserwählte, stärkste Held oder sowas sein, weil. Gut, die meisten Rollenspiele kommen ja so wie Referenzprodukte wie Dragon Age, das letzte, oder ja, eigentlich alle BioWare-Spiele kommen ja eigentlich aus Amerika oder auch Skyrim ist ja auch aus Amerika und da wollen die Leute halt schnell Erfolg haben. Ja. Das ist halt irgendwie die Sache von denen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Risen 3 spiele, Let's Play ja derzeit, habe ich mir ein Video von einem anderen Typen angeschaut und der hat total geflucht, weil das Spiel so schwer ist. Warte, was, dieser komische Asiate mit dem Schnurrbart? Keine Ahnung. Moment, blaue Truhe? Einfach, oh Gott, zum Teufel, ein Wasserjuwel. Ist das wirklich euer Ernst? Lauter beschissene Items. Okay. Nein, es war nicht der Asiat, glaube ich. Es war, glaube ich, so ein Ami-Typ. Na, der Asiat mit dem Schnurrbart ist ja auch ein Ami-Tipp. Ach, was weiß denn ich? Wie nennt man das? Afro-Asiat? Nee, Ach, was? Afroasiat? Was laberst du, Mann? Nee, warte mal, es müsste ein Asio-Amerikaner sein. Ein Asio-Amerikaner. Ach so, Nee, okay. Asi-Amerikaner. Ein Asi-Amerikaner, sind es nicht alle? Oh, wer hat das gesagt? Ja, auf jeden Fall hat sich der beschwert, weil Risen 3 so schwer ist. Was? Noch eine blaue Truhe? Okay, ich krieg wenigstens ziemlich viele blaue Truhen. Das ist schon mal ziemlich cool. Naja, jetzt wird das Eine inflationiert. Haarnadel, noch ein Helm. Ach Gott. Ja, du hast gesagt, die werden doch so speziell und da sind ganz gute Items drin, aber irgendwie findest du nur Scheiße, kann Ja, das sein. das. Noch eine blaue Truhe! Lass mich raten, diesmal ist Dreck drin. Dreck gibt's nicht. Ich hatte noch nie so viele blaue Truhen. Auf welcher Ebene sind wir? Eine Luftpeitsche! Fick dich, Mann! Das sind vier Items in blauen Truhen. Und ich hab schon alle vier.
Na, ich würde mal sagen, die sind zufallsgeneriert. Sind sie Warte. auch, aber Stimmt das? es kommt mir so vor, als würde ich das Spiel absichtlich trollen und nicht zufällig. Ich hatte jetzt auf Lalalalalalalalala. der Ebene drei blaue Truhen. Wow. Wow. Das ist. Allein das ist schon episch selten, okay? Das meinen wir mit epischer Handlung. Okay, gut, wir kommen zurück. Auf jeden Fall hat sich der Typ beschwert, dass Risen 3 so schwer ist. Und Risen 3 ist extrem kindisch einfach. Man kann auf unterem Level schon die stärksten Viecher im Spiel eigentlich schon killen. Und das ist. Ich meine, warum spiele ich dann noch weiter, wenn ich so mächtige Viecher killen kann? Das ist irgendwie so. Oh! Ich Und habe dann. von einem Typen gehört, der hat das ganze Spiel komplett durchgespielt, ohne einen einzigen Skill zu skillen. Also einfach nur mit Anfangsskills. Ja. Das heißt, aber am Ende hat er 250.000 Gold, weil du brauchst es ja eigentlich nur für Skills und natürlich auch haufenweise Erfahrungen, die frei zu vergeben sind. Aber im Prinzip brauchst du das ja alles nicht. Du kannst es auch einfach so das Spiel durchspielen. Das ist Heißt wahrscheinlich aber. sogar dann ansprechender und spannender, wenn du keinen Skill hast. Ja, dieses Spiel war überladen von Skills. Und das ist eben der Unterschied zu Gothic 1. In Gothic 1 gibt es einfach Gegner, wo du am Anfang hinkommst, wo du nicht Ich mach besiegen dich in kannst. Sekunden schnell zu einer blutigen Pfütze. Ja, wirklich, der haut halt einmal hin, du bist tot. Und du haust irgendwie 100 Mal auf den und der hat irgendwie noch 80% Leben oder so, weil du am Das Anfang nennt wirklich sich keinen Schaden Trial machst. and Error. Du gehst hin, kriegst aufs Maul und dann solltest du besser laden, das später, wenn du stärker bist, versuchen. Ja, Ich also. habe es dir letztens erzählt, wo ich habe einem 16-Jährigen empfohlen, hey, spiel Gothic, spiel Gothic. Damit er es halt eben mal spielt und dann so nach dem Tag fragt er mich, ey, wenn ich sterbe, dann ist das Spiel vorbei oder wie? Willkommen im echten Leben, du Trottel. Ist das ein Ja, es hat Horrorraum? halt Ja. wirklich für ihn ein bisschen gebraucht, bis er auf die Idee gekommen ist, dass man kein Revive, kein Neues laden, kein Continue, sondern du bist dann einfach tot, du musst dann neu laden. Das gibt's heute anscheinend gar nicht mehr. Ja, aber bei Risen musst du ja auch laden, immerhin. Ja, aber wenn ich dran denke, in meinem Alter, da mussten wir mit 10% Lebensenergie gegen den Endboss bergaufwärts Bergauf! Barfuß! wegtragen. Barfuß! Oh Mann, wir kommen sowas vom Thema ab. Auf jeden Fall erklären wir jetzt mal ein bisschen zu Gothic. Gothic ist ein Spiel, da geht es darum, und die Leute, die sich jetzt nicht spoilern lassen wollen, die sollten jetzt wirklich. Erklären wir doch einfach nur die Spielwelt im Groben. Ja, es gibt drei Also, Lager. Nein, nee, du musst die erklären wir es. Spielwelt im Groben nehmen. Du hast ja als erstes die Kolonie, das heißt, du hast das Minental. Und dort gibt es ein spezielles Erz, was der König für seinen Also Krieg ganz von braucht. Anfang gesagt, es gibt Krieg, Menschen gegen Orks. Das ist der Anfang. Und eine effektive, und um starke Waffen zu schmieden, die Orks auch effektiv verletzen, ist magisches Erz. Das magische Erz kommt aber nur in einer gewissen Region vor. Und das nennt man auch magisches Erz. Das hast du schon gesagt. Das magische Erz nennt man magisches Erz. Ja, Wow! blau ist blau. Diese Spieltiefe! Ja. Habe ich schon einen Heilzauber? Nee. Gut, um das Erz entsprechend kostengünstig abzubauen, hat man natürlich alle Häftlinge des Landes dorthin geschickt, die es dann eben abbauen sollen. Und damit die Häftlinge dann nicht mehr weglaufen, dachten sich die Magier und der König, hey, es wäre verdammt gut, wenn wir so eine große magische Barriere drumherum bauen, damit die Leute nicht mehr abhauen können. Also Gut. nicht bauen, sondern zaubern, aber naja, ist ja egal. Ja, Zauberzaun. Und der Zauberzaun. Ja, der magische Zaun. Die magische Barriere, der Zauberzaun. Auf jeden Fall haben sie es dann so gemacht, dass da alle möglichen Schwerverbrecher reingekommen sind und mussten dann bis zu ihr Lebensende quasi in der Barriere magisches Erz schürfen. In der Theorie, aber in der Praxis haben die Häftlinge sofort das Kommando übernommen und die Wärter erschlagen, nachdem die Barriere gestanzt und hatten den König quasi an den Eiern, weil sie die einzigen sind, die das Erz haben und Das sie war ja können. logischerweise in dieser Barriere. Und Genau. außerhalb war keins oder nur sehr wenig. Tja, der Plan war scheiße. War ja ein Spitzenteam. Der Fall zu Genau. dem Magier-Spitzenteam. Gut, so, wie ging's? Gut, Ja, und. der Held kommt nicht rein, weil er auserwählt ist, sondern er kommt rein, weil er einfach ein Verbrechen begangen hat. Ein stinknormaler Verbrecher. Nicht mehr und nicht weniger. Ich meine, viele Spiele haben im Gefängnis angefangen. Erst Morrowind, Oblivion, Skyrim, Skyrim. Oblivion. Das erste Elder Scrolls, das zweite Elder Scrolls. Das dritte, das vierte, das fünfte. Das ursprüngliche Fallout 3, Van Bone, hätte auch im Gefängnis anfangen sollen. Oh, okay. Ich habe nie Fallout Axe 3 Fetalist. gespielt. Axe Fetalist Axe hätte im Fetalist, Gefängnis stimmt. anfangen Axe Fetalist, Enklave. sollen. Baldur's Gate 2.
Okay, hören wir auf damit und erzählen weiter. Wir kommen nicht mal zum Punkt. Es geht um Gothic Love. Wir sind noch bei Gothic erklären. Ach ja. Das klingt aber nach einem lustigen Spiel. Wie viele Spiele fangen im Gefängnis an? Das stimmt. Mach mir ein Trinkspiel draus. Gears of War 1. Okay, auf jeden Fall, die Grundding ist erklärt, warum es diese Barriere gibt und so weiter. Und dann ist es halt so, du bist halt nur irgendein blaue Truhe. Ja! Yes! 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 Yes, verdammte Scheiße, ja! Gut, sehr schön. Mächtigste Waffe in der Anhöhle. Ich denke, was ein wichtiger Punkt ist, Tiefgang von Gothic 1 gleich in den ersten 10 Sekunden erklärt ist, du wirst reingeschmissen und kriegst erstmal aufs Maul. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Zenitschwert. Geil, Scheiße. Oh, ist das geil. Mächtigste Waffe, Alter, geil. Ich hab so viele blaue. Geil, Alter. Ja, genau. Du wirst erstmal reingeschmissen und kriegst erstmal einen aufs Maul. Das ist, genau. das ist so quasi, wie nennen sie es? Sie nennen es die Taufe. Ja, weil du gleichzeitig, wenn du reingeschmissen wirst, fällst du in so einen Teich, der deinen Fall ein bisschen abbremsen soll. Ja, mit der Faust. Genau, und ja, dann bist du halt da drin und das, was ist die erste logische Begehren von jemandem, der in ein Gefängnis geschmissen wird? Ich will raus! Und irgendwie sagst du das allen und alle so, hey, du bist doch gerade jetzt mal angekommen, find dich damit ab, weil die Barriere gibt es ja schon einige Jahre und... So ja, 20 Jahre, glaube ich. Genau, und die Barriere muss man so erklären, die Barriere ist halt ein magischer Zauber, der nur alles nur reinlässt, aber nicht raus. Wer versucht rauszugehen, stirbt. Er lässt nur tote Materie raus, das ist die Sache. Ja, genau, also wie zum Beispiel Erz, aber nichts Lebendes. Das ist halt ein bisschen blöd. Ist halt so ein Einbahnstraßensystem. Ja. Genau, das heißt, und man kann nicht raus, auch nicht unterirdisch, weil diese Barriere sieht zwar von oben, von außen aus wie eine Kuppel, aber im Grunde ist es ein Kreis. Also, dazu dann später mehr, aber wir wollen nicht spoilern. Ja. Genau. Und das, was die Spielwelt so toll und faszinierend macht, ist eigentlich, dass sie, in der Barriere gibt es drei Lager. Das gibt das alte Lager, das war das erste Lager, was es gab. Das ist das Lager, das sich hauptsächlich um die Erzbeschaffung kümmert und mit der Außenwelt halt Waren handelt. Die dann machen halt eben den Deal. Sie tun zwar weiter Erz fördern mit den Gefangenen, aber das Erz tauschen sie dann mit der Außenwelt eben gegen Luxusartikel und alles, was sie zum Leben brauchen. Also im Grunde genommen, sie können zwar nicht raus, aber so machen sie sich wenigstens wie die Made im Speck leben. Ja, und zwar richtig. Tausche Erz gegen Huren. Ja, so ungefähr. Naja, und geht's darum, du möchtest halt... Wir waren noch bei der Lagerbeschreibung, also dann gibt's aber noch das neue Lager. So ein paar von den Gefangenen fanden es nicht cool, dem König zu helfen und finden auch, dass der Typ, der das alte Lager leitet, voll das Arschloch ist und dachten sich, wir machen unser eigenes Lager auf mit Blackjack und... Nutten. Mit Blackjack und Nutten. Nutten gibt's ja leider keine. Halt die Klappe mit Blackjack und Nutten. Aber das Blackjack und das Lager könnt ihr vergessen. Es gibt nur Nutten. Ach ja. Sie hatten halt eben die Idee, wir machen das neue Lager. Die tun sich komplett autark, weil sie ja eben nicht mit dem König den Deal haben. Sie sind komplett autark, bauen ihr eigenes Essen an und sie schürfen auch ihr eigenes Erz, weil sie eben die Idee haben mit den Magiern, hey, wenn wir ganz viel Erz auf einen Haufen schütten und es dann irgendwie, keine Ahnung, sprengen, dann können wir die Barriere aussprengen und alle frei sein. Also haben die zumindest einen Grund, Erz zu schürfen. Genau. Das ist so das zweite Lager. Und das dritte Lager besteht halt aus, ja, wie nennen wir es? Sumpfkraut-Junkies. Es ist ein Sumpflager und alle tun den ganzen Tag nur rauchen. Du musst rauchen. Wurde euch mal so erklärt, dass eben nach der Barriere bekamen einige Gefangene so Visionen von dem Schläfer aus. Den tun sie halt eben anbeten. Sie haben halt eben ihr Lager im Sumpf gebaut, wo sie halt eben Kraut anbauen und das rauchen sie, damit sie den Visionen mit dem Schläfer, ihrem Gott, viel näher sein können. Und dieser Gott, wenn sie ihn anbeten, haben sie die Hoffnung, dass er ihnen auch einen Weg in die Freiheit oder sowas bringt. Also, die haben so ihren eigenen Plan, um nach draußen zu gehen. Was tun wir, um hier rauszukommen? Wir rauchen. Das ist total cool. Ich meine, die Argumentation, wir rauchen zu unserem Gott, der Schläfer, der uns rausbringt. Naja, aber genau, das sind die drei Lager und im Grunde bist du ein Niemand. Do you have a broken leg? You must not walk, fly. Ja, früher war Mittermeier auch noch cooler.
Genau, auf jeden Fall, du bist halt am Anfang niemand und, weißt du, normalerweise, und ich so, oh, du bist der Geborene unter dem Zeichen des Drachen, du bist episch, es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen, sondern verpiss dich, du niemand. Piss dich, du blödes Ja, Arschloch. genau, so ist es eigentlich. Also, du bist einfach, es gibt einfach ein realistisches Spielgefühl, weil wer kommt schon irgendwo hin und ist gleich Gott? Niemand! Außer Gott, aber es gibt keinen Gott, also egal. Und, im Grunde ist es halt wirklich eine geile Spielwelt und, ja, und sehr stimmig vor allem. Ich glaube, das müssen wir noch mehr erklären, oder? Naja, da könnte man eigentlich ewig erklären. Also, Spiel das Spiel! spiel das Spiel oder schaut mein Let's Play, wenn ich es irgendwann mal mache. Ich heb's mir noch auf, weil das ist ein besonderes Let's Play. Das ist mein Lieblingsspiel. Das muss ich richtig, ja, hier. Lieblingsspiel. Ja, und jetzt LARP. Viele von euch kennen vielleicht LARP. LARP ist, ausgeschrieben Live-Action-Roleplaying. Ich selber mache seit kurzem LARP, beziehungsweise habe mich einer LARP-Gruppe angeschlossen und mache in. Demnächst habe ich meine erste Convention. Als Wo gehst du Ork. da eigentlich hin? Das ist in der Nähe von München. So. Ja, das ist was Kleines, ist was Kleines. Also nicht Raudeke. Inseln macht oder so. Nein, nicht Insel macht, das ist erst irgendwann, ich glaube, Anfang September, August. September. Nee, genau, Ich würde ja. auch schon hin, aber es kommt genau in die erste Septemberwoche. Da kann ich schlecht Urlaub nehmen. Sehr blöd, ja. auf jeden Fall, LARP ist sowas wie, ich sage jetzt mal, improvisiertes Straßentheater, wobei diese Beschreibung ist vielleicht für viele etwas unverständlich. Man muss es so sehen, es hat sich eigentlich ja eigentlich aus dem zum einen aus dem Tabletop rausentwickelt. Ich meine, Ja, früher haben ja die DSA und so Leute weiter. Dungeons and Dragons. Ich meine, Danke. erstmal haben die Leute sich an den Tisch gesetzt und das gespielt und früher dachten sich welche, hey, wenn ich als Magier meine Magier spiele und noch diesen coolen Hut aufziehe. Und so hat man es dann irgendwie mal weitergedacht, bis sie dann eben im Hinterhof oder in irgendeinem Wald mal das Abenteuer einfach mal so nachgespielt haben. Und so irgendwie so in den 80ern, Ende der 80ern ist so langsam LARP entstanden, dass man halt eben sich trifft und einen Charakter spielt. Und es ist eigentlich eher eine Mischung aus diesem Tabletop, aber eben auch aus improvisiertem Schauspiel. Ja, weil das ist ja so, das ist nicht wie in einem echten Computerspiel. Wie in einem echten Computerspiel, nein, es ist im echten Echt? Recht. Wie geht's noch falsch? Es ist nicht wie in einem Computerspiel, dass du eine vorgeschriebene Story hast, Warte, ich sondern habe mal ein es ist. falsches Computerspiel runtergeladen, aber es war nur ein Bereich Ordner voll mit Pornos. Die Klappe. Oh, noch eine blaue Truhe, geil. Auf jeden Fall ist es so, dass. Es gibt halt keinen, es gibt halt einen roten Faden, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich kann sich alles anders entwickeln, je nachdem, wie die Charaktere halt reagieren. Also du hast einen Charakter mit einer Hintergrundgeschichte, der hat eine gewisse Eigenart. Das ist nicht deine Eigenart, sondern das ist halt von dem Charakter. Der hat halt irgendwie zum Beispiel, er kriegt jedes Mal einen Hass, wenn er Elfen sieht oder sowas zum Beispiel. Das kann sein, besonders wenn man Ork-Spieler ist oder sowas. Oder du bist betrunkener Zauberer oder sonst was und du bist alle irgendwie sofort verhext mit irgendeinem total bescheuerten Deckspruch oder keine Ahnung. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten und du kannst auch den anderen nicht einschätzen, wenn du ihn siehst. Jetzt muss ich mir hier schnell. Ein Blitzschild. 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 Du kannst halt niemanden anderen einschätzen, weil du, wenn du einen anderen Menschen. Das ist wie wenn du einen anderen Menschen siehst. Du weißt ja auch nicht automatisch. Was das für ein Arschloch ist? Blitzschild ist für. Nice. Du kannst halt, wenn du einem echten Menschen gegenüberstehst, auch nicht sagen, okay, der ist jetzt so und so. Und genauso ist es halt im LARP auch. Du. Naja, wenn man genug Menschenkenntnis hat, dann geht das schon. Ja, wenn ich. Keiner kann dich einschätzen. Siehst du? Dafür fällt es mir ziemlich leicht, andere einzuschätzen. Auf jeden Fall ist es einfach so, du kannst im LARP keinen anderen Charakter einschätzen, weißt nicht, wie auf deine Handlung reagiert, weil jeder anders reagiert. Und das macht es eigentlich interessant. Du hast nicht eine oder 10 Dialogoptionen, du hast unendlich Dialogoptionen. Das ist einfach, die meisten LARP-Charaktere sind halt so, du kannst, was du darstellen kannst. Und das ist halt sehr interessant. Es ist wirklich sehr interessantes Thema. Und Kommt ja. je nachdem, auf welches Regelwerk die spielen. Einige gehen ja nach Punkten, Ja, jetzt aber das ist. Charakterpunkten, aber das Ja, aber stirbt das ist langsam scheiße. aus. Das finde ich nicht so interessant, ehrlich Das stirbt gesagt. ja, wie gesagt, langsam aus. Ja, also finde ich auch gut, dass das aus. Es gibt so ein Regelwerk, ja, du hast jetzt eine Plattenrüstung, das heißt, du bekommst so und so viele Lebenspunkte und du hast so und so viel Con-Erfahrung. Pro Con-Tag bekommst du Erfahrungspunkte, die du vergeben kannst, und das musst du dir von der Spielleitung abnehmen lassen. Und da kann man auch bescheißen und sagen, ich war letztes Jahr da, obwohl man gar nicht da war. Und das ist einfach blöd. Und deswegen macht man Wobei es mit am den einen. Punkten kamen auch ein paar witzige Situationen zusammen, wie
Ich habe euch mal erzählt, der Typ, der Angst-Level auf, nee, er hat eine Angst auf nackte Frauen halt in seinem Charakterbogen reingeschrieben, weil er wollte unbedingt den Skill haben, dass er zwei Waffen haben kann, aber weil es eben ein Positiv-Skill ist, musste er dafür irgendeine Angst skillen als Malus, damit er sich dann wieder ausgleicht. Und dann dachte er sich, Angst vor nackte Frauen. Treffe ich eh nie. Gut, und dann kommst du dann irgendwie zu so einer Gruppe vorbei von den Bösen und der Magier, ah, ich spüre eine Angst bei dir. Und der Spielleiter flüstert ihm zu, er hat Angst vor nackte Frauen. Oh, du hast Angst vor nackte Frauen. Und sie hatten zufällig eine Frau in der Gruppe. Also schauen sie alle zur Frau, die Frau zuckt mit den Schultern und macht sich halt eben oben frei. Und er guckt halt nur so Titten. blöd. Titten. Und der Spielleiter zu ihm, du musst jetzt laufen. Oh nee! Ja, das ist cool. Ja, es können eigentlich unglaublich viele witzige Szenen entstehen. Die Ork-Gruppe, in der ich bin, zum Beispiel, die hat sich irgendwie so ein bisschen zur Aufgabe gemacht: Wir sprengen den Plot, wenn wir als NSCs engagiert sind. Das heißt, der Plot ist, ja, um diese Uhrzeit wird dieses Artefakt dahin gebracht und da wird eine riesen Zeremonie abgehalten. Die Orks wissen nichts davon, aber liegen halt irgendwo im Wald auf der Lauer, sehen irgendeine Gruppe vorbeikommen. Okay, wir befallen das jetzt. Zack, töten irgendwie alle, die dabei sind, stehlen das Artefakt. Und der Plot von dem ganzen, von der ganzen Convention ist kaputt. Solche Sachen zum Beispiel. Kann passieren, muss sich halt die Spielleitung was Neues überlegen, was Ich dann auch glaube, da gab es mal passieren irgend so kann. einen Spruch wie, kein Plot überlebt den ersten Spielerkontakt. Das kann durchaus sein, ja. Ja, und das ist halt das Lustige, das ist halt LARP. Es gibt zum Beispiel die größte LARP-Veranstaltung in Deutschland ist, glaube ich, das Drachenfest oder die Conquest, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Drachenfest dürfte größer sein. Möglich kommt. Wie viel hat das Drachenfest? Ein paar tausend. Ich weiß Ich nicht glaube. auswendig, aber ich glaube, das war schon eine der größten, eher. Wie groß ist eigentlich Mythodea? Was weiß denn ich? Ich weiß es nicht auswendig, aber ich. Ich Ist ja keine nicht so wie Ahnung. bei Metal Festivals, wo dann auf Wikipedia jedes Jahr drin steht, wie viele Besucher dabei Ja, waren. es ist noch nicht so famous, muss ich sagen. Wobei es die Szene ja eigentlich schon seit Mitte der 90er gab es die ersten. Ja, aber damals waren noch alles Idioten. Ich habe, glaube ich, mal auf YouTube so irgendeine alte Dokumentation von Sat.1 gesehen, die noch auf VHS aufgenommen Oh wurde. Gott. Ja, aber damals hießen, hat man die ganzen Leute als Idioten abgestempelt. Oh, Gottes Naja, Namen, das sehr tut man schön. heute teilweise auch, aber es gibt mittlerweile mehr Idioten. Ja, und wenn es irgendwann immer mehr Idioten gibt, dann ist es plötzlich cool, wie RTL. Schaut sich auch jeder mittlerweile an, ob es idiotisch ist. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das ist jetzt LARP ganz grob beschrieben. Wie gesagt, wenn einer jetzt nicht mitgekommen ist oder es nicht versteht, stoppt an dieser Stelle das Video, googelt es schnell, Wikipedia, sonst was, dann könnt ihr uns jetzt besser folgen. Denn wie Fabian Jaro hat sich überlegt. Blaue Truhe, hey, Donnerturban. das ist, glaube ich, gut. Donnerturban, war der für das Mädchen oder für die Jungs? Ne, ich glaube, der Solarhelm war nur für die Jungs. Der Ach, ich habe schon Solarhelm. Donnerturban. Klingt wie so ein Aluhut. Warum hatte sie denn so Ding ausgerüstet, wenn der Donnerturban besser ist? Egal. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Speedy. Eine Idee hatte ich eigentlich nicht, das hat sich eigentlich eher wieder zufällig ergeben. Ja, es ist halt, wir sind halt drauf, also, Jaro ist halt drauf Ich gekommen. habe halt eben mal also so als Fun-Projekt gedacht, ich könnte ja mal irgendwas mittelalterliches, Fantasy-mäßiges an Rüstung machen. Also dachte ich mir, mache ich so einen Gardisten wie in Gothic 1. Gut, den habe ich mal über Winter eben fertig genäht, weil über Winter kannst du ja eh nichts Großartiges machen, außer den Arsch draußen abfrieren oder eben im Haus hocken. Gut, das habe ich dann in einschlägigen LARP-Foren gepostet und dann kam eine ziemlich positive Resonanz, dass viele Leute, die LARP kennen und viele Leute, die auch Gothic kennen, sich eigentlich schon immer gewünscht hätten, dass man mal beides kombinieren könnte. Ja. Genau, und da sind wir halt, es wurde dann eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt gothiclab.de, glaube ich. Ja, es gibt nämlich auch eine tschechische Gruppe, die es seit 5 Jahren oder sowas macht. Okay. Machen die auch schon aktiv Lab oder? Seit 5 Jahren, also die hatten mittlerweile 5 oder 4 Conventions gehabt. Hm, cool. Ich habe den Link sogar in der Gruppe dazu hingepostet. Ja, ich bin da nicht so. Ich bin da so ein bisschen faul. Allerdings frage ich mich, wie die das mit den Namensrechten machen. Entweder scheißen die einfach drauf, wie bei dem tschechischen Fallout Lab, das haben sie ja auch letztens gemacht. Oder sie haben sowas wie eine offizielle Duldung mit eben Piranha Bytes. Ich habe sogar den Björn Pankratz heute Morgen sogar angeschrieben, ob wie Piranha Bytes zu sowas stehen würde. Und? Wisst ihr noch von Ist wahrscheinlich noch keine Antwort gekommen, ja. Nee.
Ich bin so wichtig, ich lasse erst nur 3 Wochen Zeit. Auch wenn die mir langweilig ist. ja, auf jeden Fall, da haben so ein paar Leute schon überlegt, ja, wie könnte man das aufziehen und welches Gothic überhaupt, weil es gibt ja auch noch Gothic 2, das spielt logischerweise nach der Handlung von Gothic 1. Werden jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, weil sonst ist irgendwie, ja, egal, auf jeden Fall. Hat man sich so überlegt, wie könnte man das Ganze eben aufziehen? Wie könnte man das machen? Wie könnte man das gut umsetzen? Und welches vor allem? Und ich glaube, bisher haben alle oder 90% für Gothic 1 gestimmt, glaube ich. Naja, die Leute dürfen ja mehrmals abstimmen. Das heißt eigentlich, haben alle für Gothic 1 gestimmt und andere haben noch für Gothic 2 gestimmt, zusätzlich. Also wenn Gothic 2, dann eben, ja, Kinder. Das stelle ich mir am besten vor. Weil das ist dieses Stadtleben und naja, das gibt's ja schon überall, also ich Ja, weiß das nicht. hast du eigentlich. Wenn man das so 10 Jahre aufziehen könnte, da kann man ruhig so eine Stadt machen, wenn man dann schon 1.000 Leute hat. Aber wir bauen hier Luftschlösser. Also, nee. Ja, eben. Also bisher hat sich Gothic 1 als Setting am besten angeboten, weil wirklich fast alles Mögliche durchdacht ist im Spiel selbst. Du musst es im Grunde genommen nur einigermaßen adaptieren und eben auf realistische Verhältnisse umdenken, wie im Spiel hast du zum Beispiel als Währung Erzbrocken, aber der Erzbrocken im Spiel ist natürlich immer in der gleichen Größe und in der gleichen Form und im gleichen Gewicht, weil es ja natürlich für den Spieler im Videospiel als Währung eben leichter ist, wenn man nur einen Brocken mit einem Wert verschiebt. Anstatt dass man, wenn man es jetzt realistisch hätte, müsste so ein Brocken ja eigentlich nach Gewicht gemessen werden. Ja, natürlich. ja, es ist auf jeden Fall so, naja, da kann ich nicht, wenn ich weitergehen. Habe ich jetzt mittlerweile einen Heal-Zauber bekommen? Nein, natürlich nicht. Also durchaus zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, ist das Konfliktspiel, was zwischen den Spielern entstehen kann, dadurch, dass es ja schon mal verschiedene Lager gibt, die alle für einen verschiedenen Hintergrund und eine andere Motivation haben. Wodurch es natürlich auch zu Spannungen kommt, klar. Besonders was wichtig ist bei dem Spiel, in Gothic 1 gibt es wirklich ein durchdachtes Wirtschaftssystem, was man gar nicht für möglich hält. Es ist zwar nur aufgesetzt, damit es eben für den Spieler schöner und durchdachter aussieht, aber das sind diese Details, die man in heutigen Rollenspielen kaum sieht. Das stimmt, also man hat man zum Beispiel. Oh, Iris-Schild. Okay, nice. Iris-Schild. Wenn ich zum Beispiel an die ganz alten Might and Magic Rollenspiele erinnere oder Ultima oder sowas, die hatten meistens auch immer sowas wie ein durchdachtes Wirtschaftssystem, weil es ging nicht darum, ein Rollenspiel zu bauen, sondern es ging darum, das Spiel wurde eher als, das Rollenspiel ist ja eigentlich als Simulation ausgestanden. Ich glaube, das erste Rollenspiel wurde ja von irgend so einem preußischen Offizier an der Militärakademie erfunden, im Grunde genommen. Geschichte, Echt? kennst du das? Ja, kennst du das nicht? Nein, ich glaube nicht. Also er hat im Grunde genommen das erste Tabletop-Strategiespiel entwickelt, was halt eben ein Kriegsspiel gewesen ist, mit aktuellen Einheiten aus dem 19. Jahrhundert, also mit Artillerie und Infanterie und mit Regimentern rumschieben, weil er dachte sich eben an der Militärakademie, hey, wir bringen den Offizieren so viele neue Strategien und Taktiken bei, aber die Leute spielen nur Schach in ihrer Freizeit und es wäre doch genial, wenn wir ein Brettspiel hätten, womit sie ihr ganzes Fachwissen, was wir ihnen vermitteln, praktisch üben können. Ja. Und so hat halt eben. Da gab es halt eben eine Landkarte mit verschiedenen Höhen und Richtwerten und Deckung und alles Mögliche. Und im Grunde genommen hat er einfach nur versucht, alle Gegebenheiten der realistischen Welt, die einen auf dem Schlachtfeld treffen, eben in einem Regelwerk mit Papier und Bleistift umzurechnen. Und das eigentliche Tabletop-Rollenspiel mit diesem nur ein Krieger oder ich spiele den Barbaren, das ist eigentlich nur dadurch entstanden, dass aus diesem Tabletop, aus den Regimentern wurden dann immer kleinere Einheiten, um noch detaillierter zu gehen, um immer kleiner zu werden. Aus dem Regiment wird dann eben eine Kompanie, aus dem Kompanie wird eben ein Trupp, aus dem Trupp wird dann eben ein einzelner Infanterist und aus dem einzelnen Infanterist wird dann nach 30 Jahren Ragnar, der Barbar von Avunturion. Okay, Und im Grunde gut. genommen dieses Denken, das ist eigentlich wenn man eine Spielwelt für ein Fantasy-Setting oder ein Rollenspiel aufgebaut hat, in den 90ern und 80ern hat man in erster Linie versucht, die Welt möglichst stark zu simulieren, sodass sie glaubwürdig ist und nicht einfach nur cool und fancy zu designen. Okay, das also mehr Realismus statt WoW. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, die Gothic 1 Welt ist ja auch, also von, ich weiß nicht, ich finde Gothic 1 und 2 finde ich einfach wirklich geil.
richtig geil von der Umsetzung. Das 2 hat mir auch noch sehr gut gefallen, auch von der Welt. Da kann man echt nichts sagen. Es hat ein paar Schnitzer im Plot gleich in den ersten 10 Minuten gehabt. Ja, das stimmt. Gleich in der ersten Minute eigentlich. In den ersten 2 Sätzen. Ja, Ich meine, was? manchmal machen beim Spiel wirklich der erste Dialog was aus. Ich meine, denk an Witcher 2. Oh Gott, was war der erste Dialog nochmal? War das nicht auf Fick dem dich. Schlachtfeld? Das kann sein, ja. War das nicht auf diesem Schlachtfeld? Am Nee, Anfang war das man, war glaube ich, auf dem der. Schlachtfeld, oder? In Witcher Du hast 2. ja im Gefängnis angefangen. Oh, stimmt, da waren wir schon wieder. Ach so, stimmt. Gefängnis. Ja, und dann kommt gleich der Typ auf dich zu und fragt dich etwas und du hast gleich die Antwort. Frage beantworten oder fick dich. Stimmt, sowas, du wurdest. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich Oder der wieder. Prolog erst in Rückblenden erzählt und dann ging die Story weiter. Ja. Was zumindest eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Art war, ein Spiel zu beginnen. Mal anders. Was ich auch kein schlechten Spielbeginn war, war Dragon Age 2, wo am Anfang bist du voll der overgepimpte Held und du schlägst den Ogre einhändig kaputt und dann hörst du irgend so eine andere Stimme: Hey, das stimmt doch alles gar nicht. Erzählen Sie die Geschichte, wie sie wirklich war. Echt jetzt? Ja. Das ist doch nicht schlecht. Und dann startest du halt eben bei Dragon Age 2 als ganz normaler Flüchtlingspenner, der eben vor der dunklen Brut wegläuft. Ah, Dragon Age 2 okay. fand ich wirklich sogar interessant, weil es mehr Gothic gewagt hat für ein neueres Spiel als andere Produkte. Aber jetzt, wo ich es quasi von Dragon Age 2, 3 gehört habe, haben sie das natürlich wieder fallen gelassen. Also, ich würde Okay. Dragon Age 2 mal empfehlen, so nebenbei, aber ist kein Must-Have. Ich könnte mal Let's Playen, wenn ihr wollt. Schreibt doch in die Kommentare. Okay, wir kommen aber stark vom Thema ab. Wir wollten eigentlich so mehr über dieses Gothic Lab ein bisschen reden. Und es gab schon einige Ideen, wie man was umsetzen könnte. Und ich glaube, da bist du besser bewandt als ich, weil du, glaube ich, in der Gruppe alles liest mittlerweile. Na, ich schreibe ja auch das meiste. Das stimmt auch wieder. Also tatsächlich wäre es ein Ziel von uns, beziehungsweise vom Jaro, dass man eine Con auf die Beine stellt. Das wäre eigentlich das optimale Ziel. Also im Grunde genommen für die Leute, die mit nichts anfangen können, wir versuchen die Spielwelt aus dem Videospiel in live nachzustellen. Ja, weil die Spielwelt natürlich so geil und überzeugend ist und weil man dadurch, dass sie so realistisch und überzeugend ist, kann man sie einfach als Lab-Setting nehmen. Das ist es ja gerade. Deswegen gerade Gothic 1, weil Gothic 1 einfach in dem Sinn richtig toll ist. Man lässt natürlich den Protagonisten weg und statt Protagonisten macht man halt einfach dieses Alltagsleben. Und dieses Alltagsleben kann gerade durch diese drei Lager einfach richtig geil gespielt werden. Also das eine Lager hortet das Erz wie nochmal was und das andere Lager kriegt für das Erz Unmengen Zeug. Ich meine, da sind doch Konflikte vorprogrammiert. Also ist ja auch meistens so, dass das neue Lager, das zwar das Erz eben hortet und alles selbst anbauen muss, das hat ja keinen Zugang zur Außenweltwaren. Aber sie möchten natürlich Außenweltwaren, weswegen sie ab und zu auch die Lieferungen vom alten Lager überfallen und eben daran ranzukommen. Was natürlich dem alten Lager nicht gefällt, wenn sie eben kein Elfenbeinkratzer, diesen Rückenkratzer dieses Jahr bekommen. Das stimmt. Kraftsirup, den gebe ich mal dir. Genau, und was halt wirklich schön, also jetzt gehen wir halt schon wirklich tiefer in die Thematik rein, weil sonst würde diese Unterhaltung ja keinen Sinn geben. Was zum Beispiel richtig toll wäre, es gibt ja dieses Kastensystem so ein bisschen in dem Spiel. So ein Rangsystem. So ein Rangsystem, sage ich jetzt mal. Du kannst zum Beispiel, wenn du in eine Gemeinschaft beitrittst, bist du nicht gleich der Overpimp, der hier, keine Ahnung, die beste Rüstung bekommt und Man muss es vielleicht ein bisschen mit dem sonst. Spiel vergleichen. So am Anfang vom ersten Kapitel ist ja eigentlich die Motivation des Helden, sich irgendeinem Lager anzuschließen, damit er halt eben seinen scheiß Brief auf dem Intro abgeben kann. Aber er sollte sich halt einem Lager anschließen. Das heißt, er muss sich eben im Namen verdient machen, ein paar Aufgaben erfüllen und wird dann eben im Lager irgendwie geduldet. Das ist jetzt der Weg, den der klassische Held gegangen wäre. Aber im Alltagsleben würde sich der normale Spieler, der reinkommt, erstmal eine Spitzhacke holen und ein bisschen Erz hocken. Sich aber trotzdem dann früher oder später eben für ein Lager entscheiden, für eine Gemeinschaft, weil wenn man alleine ist, kann man zwar
Naja, es ist immer noch ein Gefängnis, das muss man sagen. Man kann allein im Gefängnis, wenn man hart drauf ist, schon überleben, aber wenn man nicht hart drauf ist, dann sucht man sich entweder eine Gemeinschaft oder lässt sich von allen anderen in den Arsch ficken. Ja, am Anfang vom Spiel ist man ja eigentlich total der Loser und Versager, weil man eigentlich irgendwie erst ziemlich lange in ein schwarzes Loch gesteckt worden ist, ein paar Wochen, glaube ich, und erstmal total 2 Monate. entkräftet ist. Ja. Und erstmal total entkräftet ist und man ist eigentlich irgendwie total Loser und ist scheiße drauf und man kann am Anfang wirklich gar nichts und du hast gar nichts, du hast nichts, du hast nur deine Fäuste, mehr hast du nicht. Ah, du findest auf dem Weg zum alten Lager zumindest ein rostiges Schwert und eine Spitzhacke. Und ein altes Schwert findet man auch. Ah, stimmt, das hat, glaube ich, 2 Schaden mehr oder so ähnlich. Ja. Ihr seht schon, wir sind da total die Nerds. Und diese Truhe kann ich übrigens nicht öffnen, das ist eine Fake-Truhe. Sieht man, weil sie nicht glänzt. Falls sich Es ist Fabian nicht jetzt. alles Gold, das glänzt. Falls sich jetzt Fabian wundert, warum ich die blaue Kiste liegen Ciao. lasse. Ja, dich auch nicht, Josef. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Scheiße, das ist Gewohnheit! Ja, auf jeden Fall ist halt die Motivation von einem Spieler im Lab wäre halt nicht, dass man irgendwie versucht, aus der Barriere zu entkommen. Das müsste man halt irgendwie schon. Das wird nie passieren, denke ich mal. Ich würde, glaube ich, kein Post-Barriere geben, denke ich mal. Wäre, glaube ich, blöd. Also Also ist. bisher ist die Motivation eher, dass es vielleicht in Richtung Prä-Barriere geht, bevor die Barriere aufgebaut worden ist, dass es erst nur Gefangene und Wärter gibt, weil das mit weniger Leuten noch leichter darzustellen wäre. Ist nur Ja. halt eben noch so eine Idee, mit der man rumspielt. Weil wenn man dann schon in die Barrierenzeit reingeht, dann muss man schon die 3 Lager haben und dann braucht man schon mindestens einen dreistelligen Bereich an Spieler. Nicht unbedingt. Man kann ja anfangen mit einem Lager. Ja. Man kann ja, ich meine, die Barriere, als sie gegründet wurde, hieß es ja auch nicht gleich, ah, oh, da ist ja Barriere, ich gehe jetzt da hoch, mache ein Sumpflager. Ich meine, es war ja, hat sich ja alles gebildet. Und theoretisch, wenn Das man andere. wirklich, wenn man Ist theoretisch. das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager ist unter der Brücke. Das ist so geil. Das, was die Spielwelt auch ausgemacht hat, war ja, dass die Dialoge eher geschrieben worden sind, wie normale Menschen reagieren würden. Ja, das stimmt, ja. Wow, könntet ihr aufhören mit Fokus? Please? Ich hasse es, wenn sie Fokus machen. So, Helfer. Ja, der hat ja nicht viel Lebenspunkte. Boah, Alter. Genau, und so, erzähl mal ein bisschen was hier so ein schwadroniert wurde. Du hast nebenbei Zugriff auf Facebook, ich nicht. Gut, in den letzten Wochen haben wir, beziehungsweise Tagen haben wir als Großteil über die Möglichkeit, wie man einige der Rüstungen nachbauen kann, beziehungsweise sie analysiert, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Und wir haben auch über das Wirtschaftssystem, wie die verschiedenen Lager untereinander funktionieren, letztens geredet. Und vorhin habe ich mal eben, wie das alte Lager als Aufbau mit seinen ganzen Fraktionen selbst funktioniert, weil eigentlich hat ja jedes Lager eben seine Kasten, wie du es ja vorhin genannt hast, das haben wir noch Ja. nicht richtig ausgesprochen. So, am Anfang, die unterste Kaste, die du im alten Lager hast, ist ja der Butler. Ja. Der Butler ist im Prinzip eigentlich jeder, der reinkommt. Der schnappt sich eine Spitzhacke und tut das Erz abbauen. Und Erz ist im Grunde genommen, als Gold hat ja in der Barriere keinen Wert mehr, weil das ja alles abgeschlossen ist von der Außenwelt. Deswegen ist Erz die neue Währung, weißt du, der einzige Exportgut ist, mit dem man mit der Außenwelt Handel treiben kann. Entsprechend haben die Butler natürlich Zugriff sofort auf das Erz, weil sie es natürlich abbauen und es eben in die eigene Tasche wirtschaften, klar. Aber sie tun es ja auch natürlich den Überstand abbauen, damit sie es ins alte Lager bringen können, wo es dann eben weiterverpackt und eben zur Austauschhalle gebracht wird, damit sie dann eben ihre Elfenbeinrückenkratzer und Wein und Speck und alles Mögliche sich damit kaufen. Ja, also das sind zwar die unterste eigentlich, aber trotzdem haben sie doch irgendwo einen gewissen Daseinsberechtigung, vor allem weil sie eben Schwert in den Umlauf bringen, Erz in den Umlauf, Erz. Erz. Ich lese Schwert, ich spreche Schwert, scheiße. Das ist halt so eine Sache und dadurch. Das ist halt eben der Wirtschaftsmotor vom Lager. Weil das alte Lager, das ist ja komplett abhängig von den Lieferungen der Außenwelt. Das hat ja quasi keine eigenen Farmen wie eben das neue Lager. Oder es jagt auch nicht die Wildnis wie das neue Lager. Oder es baut auch keine Kräuter an, das neue Lager. Es braucht auch keinen Schnaps wie das neue Ich Lager. glaube, wir haben verstanden, dass das alte Lager ziemlich faul ist.
Gut, dann im alten Lager haben wir jetzt. Es gibt. Warte, gehen wir erst die Klasse mit dem Butler durch. Es gibt auch so eine Klasse, die bei Schürfer. Das sind halt eben die Butler des neuen Lagers. Die haben eine eigene Mine. Und damit es wahrscheinlich eben keinen Namensunterschied gibt oder nicht die anderen sagen, hey, ihr habt uns den Namen geklaut. Wir klauen unseren Namen! Haben sie halt eben ihre Bergleute Schürfer genannt. Und die tun halt eben das Erz schürfen für ihren Haufen. Wobei. Im Grunde genommen haben sie keine großartige Motivation, das Erz abzubauen, außer eben, dass sie es irgendwann mal, wenn das Haufen ganz groß ist, ihn sprengen können. Genau, das ist im Grunde die Motivation. Und ich glaube, so eine untere Kaste gibt es bei den Sumpflagern gar nicht, das sind einfach nur Anwärter. Doch, doch. Die stehen im Sumpf und tun so ein bisschen die Pflanzen abbauen. Ja, aber das ist nicht, das wäre ja schon Novize, aber eigentlich haben sie ja noch die unter dem Novizen. Das müsste eigentlich der Anwärter sein. Also sowas wie das, die der halt eben mit seinen verstaubten Klamotten rüberkommt und dann die ganze Zeit eben nur rumhängt. Ich meine, du kriegst ja gleich, wenn du am Anfang beim Sumpflager bist, hey, hier hast du einen Rock. Und damit laufen ja die meisten rum. Das stimmt auch wieder. Die schlechteste Rüstung im ganzen Spiel, aber hey, ist ja umsonst. Ich dachte, die kostet auch schon 500. Nee, der Novizenrock hat, glaube ich, nur so 5 Rüstungswert und den gibt der Türsteher quasi vom Lager gleich. Hey, zieh dir mal was an. Echt? Das wusste ich. Entweder ich hatte da schon immer was. Ich weiß. Ja, meistens hatte man da schon immer was. Wenn man schon lange im alten Lager ist, dann kauft man sich entweder schon die Butlerhose, was ja die schwere Butlerhose ist, glaube ich, die beste, die du im ersten Kapitel noch bekommen kannst. Nicht Schürfergewand kann man sich aber auch kaufen im ersten Kapitel. Die Schürferhose kann man sich auch kaufen. Na, witzigerweise. Witzigerweise funktioniert das mit der Schürferhose nicht beim ersten Durchspielen, weil du dann gar nicht von der freien Mine weißt. Also ich habe von der freien Mine, glaube ich, erst im dritten Kapitel mal was mitgekriegt. Das, ja, kommt drauf an, wie sehr man die Welt erkundet. Kommt wirklich drauf an. Ja, weil man kann da schon hinkommen, aber das ist schon ein bisschen blöd da hoch irgendwie. Es ist schon ein bisschen versteckt. Also die Schürferhose, weiß ich, die war 100 Erz billiger und auch in Rüstungswerten. Nein, ich glaube, ich bin im ersten Kapitel da hochgekommen, weil man nur da in die Kneipe konnte. Nee, die Kneipe war ja auf dem See. Und um, zur freien Mine. Nein, du konntest auch bestechen, dass du reinkommst, weil der Typ hat gesagt, du siehst mir nicht aus wie einer dieser billigen Schürfer oder so. Ach stimmt, genau. Wenn du einen Schürferhose hattest, dann konntest du ihn einfach so an ihm vorbei. Hey, genau, dann konntest du gratis rein. Du kannst alternative Lösungswege, Arschlöcher, das kennt ihr wohl nicht. Ja, du kannst dich auch einfach aufs Maul hauen. Das stimmt, aber er ist am Anfang ziemlich stark eigentlich. Ja. Stärker als du auf jeden Fall. Wie, ich kann dich nicht besiegen, ich bin der Held. Ja. Stimmt, wer ist eigentlich der Erste, der einem in der Kolonie aufs Maul geben kann? Also neben dem im Intro. Stimmt's, wenn du ins alte Lager reingehst. Hey, du bist neu hier, oder? Du willst dir doch keinen Ärger machen, oder? Klar, ich nehme so im ganzen Lager auf. Witziger Tipp, ich mag dich nicht. Ja. Du gibst mir jetzt Geld. Nein, warum soll ich dir Geld geben? Das ist Schutzgeld. Und wehe, du zahlst nicht, ne? Es könnten Unfälle passieren, wenn du nicht zahlst. Ja, das stimmt. Und es werden Unfälle passieren. Sehr schön. Hey, komm nach draußen. Jetzt haben wir dich zusammen. Ja, das stimmt. Das ist so ein wertvolles Amulett. Was? Ja, die guten alten Zeiten. Ich muss das mal wieder spielen. Gut, wir waren bei der Schiffwurst. Ja, aber im Sumpflager gibt es ja nichts wie Butler, weil die bauen ja kein Erz ab und die haben auch kein Interesse an Erz, weil die einfach nur ihr eigenes Kraut anbauen. Die wollen nur kiffen. Aber dieses Kraut ist irgendwie sowas wie eine zweite Währung geworden. Also dieses ja. Lager ist auch nicht arm. Und es gibt in jedem Lager irgendwie jemand, der immer so an so Zeug interessiert ist. Erstens einmal das und zweitens das Sumpflager, das Wirtschaftssystem vom Sumpflager ist im Prinzip einfach. Die bauen Sumpfkraut an und sie machen Tränke. Ich meine, du kennst doch den Quest von Dexter, wo du daneben, er versucht vom Sumpflager unabhängiger zu werden, indem er ein Rezept für Heiltränke aus dem Sumpflager, du sollst es für klauen, damit es eben selbst herstellen kann. Das heißt, ja, Sumpflager tut eben Tränke und Kraut, also Rauchwaren, an die anderen Lager eintauschen eben gegen, gut, Erz werden die nicht brauchen, aber halt eben gegen Nahrung oder das, was sie halt nicht selbst anbauen können. Ja. Gut. Ja, es ist ja auch so, dass es gibt ja hier diesen Typ, der für das ganze Lager eben so Zeug zum Rauchen verschenkt, aber pro Tag gibt es nur 3 Stängel und alles, was du mehr haben willst, musst du zahlen. Naja, du kennst doch diese Dealer, der erste ist umsonst. Ja, das stimmt schon. Jetzt ist es umsonst, Mann. Macht bestimmt nicht abhängig.
Wobei, genau. Da ist ja gewesen, wenn du alles Sumpfkraut im ganzen Spiel immer kaufst und dann gehst du zum neuen Lager und hey, jeden Tag hier, nimm Sumpfkraut, 10 Erz, 10 Erz, so kommst du nicht an das meiste Erz. Ja, das stimmt. Weil wenn du den Sumpfkrautstängel, den teuersten, nur verkaufst, dann hast du maximal nur 9 Erz für den Stängel bekommen. Aber wenn du ihn dann immer so zu jedem NPC hingehst und hey, Sumpfkraut. Suchst du. Suchst du Sumpfkraut, hä? Ich glaube, ich habe es 3 Tage lang immer so gemacht, also bis zum nächsten Morgen schlafen, dann an alle Leute verteilen, bis zum nächsten Morgen schlafen. Echt? Nee, das wäre mir zu blöd. Da gehe ich lieber an die eine Kiste im Sumpflager, wo so viele Rohlinge drin sind und schmied die alle zusammen, dann habe ich viel mehr Geld. Die Schmiederohlinge. Ja, die Schmiederohlinge. Damit konntest du im ersten Teil noch richtig Geld machen, weil es auch irgendwie verbuggt war, weil du aus 10 Schmiederohlingen irgendwie 20 Schwerter so bekommen hast. Ja, wenn du schnell mit der Vorwärtstaste beim Schmieden vorwärts gedrückt hast, dann hast du aus einem Rohling 2 Schwerter bekommen. Ja. Nee, warte, der stimmt, du hast aus einem Rohling hast du im Grunde genommen 4 Schwerter gemacht, weil einmal beim Heißmachen hast du zweimal vorgedrückt, dann hast du nämlich 2 heiße Eisen und dann gehst du noch zum Amboss und dann machst du aus den 2 heißen Eisen 4 geschmiedete Schwerter, die du dann nur abkühlen musst. Ja, also, das war auf jeden Fall Wahnsinn. Du hast dir diese eine Kiste geöffnet, hast sie geschmiedet und warst irgendwie fürs erste Kapitel versorgt mit Erz. Wobei dieses selbstgeschmiedete Schwert schon das Beste war im ersten Kapitel. Ja, zumindest das erste, ohne dass mir jemanden umhaut. Du hast es einmal das und es war auch von den Werten das Beste im ersten Kapitel. Das also wie gesagt, du konntest, nee, ich meine, du konntest im ersten Kapitel Ska umhauen und sein Schwert nehmen. Dann hattest du die beste Einhandwaffe im Spiel. Ja, versuch mal im ersten Kapitel Ska umzuhauen. Das habe ich geschafft. Wie? Ach, es gibt da so einen Trick. Slash Kill. Nein, warte. Das Problem ist an Gothic 1, das ist aber schon eigentlich Exploit, wenn du dich genau hundertprozentig hinter einem Spieler stellst, hinter dem NPC stellst und ihn da ganz schnell mit links, rechts, 7 angreifst, dann kann es sich nicht schnell genug umdrehen, weil du mit jedem Hieb einen kleinen Stun gemacht hast, der ihn gestunt hat. Und wenn du so genau hinter ihm warst, dann hast du es geschafft, ihn, bevor er sich komplett umgedreht hat und dich angreifen kann, ihn umzuhauen. Na, es gab ja noch theoretisch den anderen, Witz, wie du ohne als Gildenloser in die Burg reingehst. Du musst einfach nur dein Schwert ziehen und deine Wachen vorbeilaufen. Das haben sie im Zweier besser gemacht. Indem sie die Wachen einfach so hingestellt haben, dass du an denen nicht vorbeilaufen kannst. Nee, im Einser haben sie dich nicht angesprochen, wenn du die Waffe gezogen hast. Im Zweier schon. Ah. Im Zweier haben sie die Waffe gezogen und stück die Waffe weg. Oh, du rennst einfach vorbei. Okay, tschüss. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den Gothic 1 hatte. Die NPCs hatten eine realistische Tagesabläufe und Reaktion gehabt. Mhm, ganz realistisch. Ich bin mal AFK gegangen im Wasserlager, hab meinen Car mitten in der Mitte stehen lassen. Plötzlich kommt in der Wegroute, wo eigentlich ein Wassermagier vorbeigeht, kommt ein Wassermagier vorbei. Ich stehe im Weg, geh zur Seite. Ich bin natürlich AFK. Du sollst zur Seite gehen, hab ich gesagt. Ich bin natürlich AFK. Hörst du zu bedrohen? Ich bin AFK. Okay, wenn du jetzt nicht zur Seite gehst, dann war's das für dich. So in der Art. Und ich bin immer noch AFK. Also, okay, du hast es so gewollt. Greif mich an. Ich komm wieder, lieg tot im Dreck und denk mir, was ist passiert? Ich bin doch nur rumgestanden. Warum bin ich tot? Ich hab den Spielstand dann geladen und hab gesehen, warum ich gestorben bin. Ich fand das ein bisschen extrem. Ja, du bist in dem Spiel doch umgebracht worden, wenn du Leuten im Weg standst. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Ja, oder wenn du zum Beispiel einfach mal so in der Gesellschaft deine Waffe ziehst, dann erstmal, hey, steck die scheiß Waffe weg. Ja. Oder hör auf mit deiner Magiescheiße. Mit deiner Magiescheiße auf, ja, das stimmt. Aber ich glaube, die haben dann aufgehört zu fordern, die Waffe wegzustecken, wenn du irgendwie ein Level höher warst oder wenn du sie schon einmal umgehauen hast, weil irgendwie ab einem Zeitpunkt sind die Leute einfach weggelaufen, wenn du eine Waffe gezogen hast. Ich bin weg hier. Ja, stimmt. Ab einem gewissen Zeitpunkt sind sie dann vor dir weggelaufen. Mit dem Kapitel getriggert oder? Das weiß ich nicht, ob es kapitelweise oder Level getriggert ist. Ich bin da nicht so ganz drauf gekommen. Einigen war es so getriggert, dass du sie halt schon einmal umgehaut hast. Wie zum Beispiel der Türsteher von der Kneipe im neuen Lager. Wenn du ihn einmal umgehaut hast, dann schaut er in die Luft, wenn du ein Schwert ziehst. Ja, aber ganz echt, das ist auch sowas, was irgendwie in den modernen Spielen fehlt. Ich meine, du hast den Gegner zum 5. Mal um. Oh, ich leg mich um die Arme, schwaches Stück Scheiße. Oh, ich bin schon wieder tot. Ich habe immer noch ein HP. Ja, das ist in der Art. weil,
Oh, die NPCs, da hatte ja jeder noch so einen Tagesablauf, der mit der Uhrzeit gegangen ist, wie gut, dass erstmal die NPCs eben zu, nachts in ihr Bett gehen oder schlafen und dann morgens stehen die auf, gehen zum Lagerfeuer, dann sind sie 2 Stunden beschäftigt, Fleisch zu braten oder gehen rüber an die Wand und pissen dorthin, sodass es halt immer Bewegung im Lager ist und so im Grunde genommen fühlst du dich halt in einer lebendigen Welt. Die Welt atmet um dich herum und sie ist nicht einfach nur so eine Kulisse wie Fallout 3. Du musst es nochmal erwähnen. Du musst es das Spiel unbedingt nochmal schlecht machen. Gut gemacht. Ja, ja, also New Vegas vergleichst. Bei New Vegas haben sie mitgedacht. Da gibt es diese ganzen Karawanen und NPCs, die von Stadt zu Stadt reisen. Du triffst den NPC meistens nicht immer an derselben Stelle, aber immerhin sind sie in Bewegung. Ja, das stimmt. Also ja, es ist einfach... Wir schwärmen die ganze Zeit von diesem Spiel und die Leute verstehen wahrscheinlich gar nicht warum, wenn sie das Spiel nicht kennen, also spielt dieses verdammte Spiel. Also ich muss wirklich ungelogen sagen, Gothic 1 ist wirklich ein grandioses Spiel. Also tut euch das an, ich meine am Anfang schreckt einem vielleicht diese Grafik ab, aber meine Fresse, Grafik ist echt nicht alles. Was habe ich von einem Spiel? So schlecht finde ich die eigentlich rückblickend gar nicht. Ich meine, wenn ich jetzt, ich habe ja letztens die ganzen Rüstungen mir nochmal in Nahaufnahme und so weiter angesehen und die haben zumindest bei den Texturen sich teilweise richtig viel Mühe gegeben. Bei den Details auch. Ja, vor allem bei den Details. Das ganze Spiel besteht ja im Grunde genommen aus Details. Ja, aus nichts anderem. Das Spiel besteht nur aus Details. Oh, ich wollte gar nicht gegen die kämpfen. Und wenn man sich zum Beispiel dann die Texturen wieder dann von Gothic 3 angesehen hat, das war einfach nur, wir haben schnell Farbe drauf geklatscht, damit das Spiel fertig wird. Ja, ganz schrecklich. Oh, Gothic 3. Boah. Ich hasse Gothic 3. Echt, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich hasse Gothic 3. Dann hast du Götterdämmerung nicht gespielt. Götterdämmerung, fuck you! Also ich habe die erste halbe Stunde gespielt, also bis es dann eben zusammengebrochen ist und... Ne, stell dir nochmal Gothic 3 in schlecht vor. Was? Stell dir schlecht in schlecht vor? Ich verstehe nicht, was du sagst, Junge. Schlecht ist gut. Oh, achso. Ich dachte minus mal plus ist, minus mal minus ist plus. Nein. Auf jeden Fall waren wir bei den Systemen von diesen Rangsystemen. Genau. So, wir waren jetzt bei den untersten Chargen. Dann gibt es hier noch den ersten Rang, in dem man am Ende des ersten Kapitels normalerweise aufsteigt. Das wäre zum Beispiel im Sumpflager der Novize. Das sind halt eben die Leute, die in ihre Funktion vom Lager halt in den anderen Lager gehen und als Botschafter dienen oder eben das Sumpfkraut verticken oder eben als Händler fungieren. Oder natürlich halt die logistische Verwaltungsaufgaben des Lagers des täglichen Lebens machen. Im Grunde genommen ist es halt der Job von den Novizen, für das angenehme Leben in ihrem Lager zu sorgen und eben weitere Quellen von außen zu erschließen, was ja logisch klingt. Dasselbe hast du beispielsweise mit den Banditen im neuen Lager. Deren Revier ist es, sie gehen halt in die Außenwelt und sind entweder Jäger oder sie überfallen die Konvois vom alten Lager, um an das Zeug ranzukommen. Sie kommen schon irgendwie an das Zeug. Das stimmt. Also, ich fand das neue Lager eigentlich am coolsten von allen immer. Man merkt es halt eben auch an ihrer Kleidung, dass sie sich halt eben nur von wilden Tieren und von Raubzeug... Stimmt, das war ja das Nächste. Die Kleidung war auch authentisch, weil die im alten Lager haben die Kleidung gehabt, die die Wachen erst getragen haben. Die haben erst die Wachen niedergeschlagen und haben die Rüstung von den Wachen angezogen. Ja, das war dann eben quasi ihre Kleidung. Sie haben noch dazu vielleicht eine rote Tunika oder sowas dazu getan, um ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Wahrscheinlich haben sie das dann erst gemacht, nachdem das neue Lager gegründet worden ist. Weil wenn du auf den alten Konzeptart schaust, da ist der Schatten und so weiter alles doch blau. Okay, ja, genau. Und das Sumpflager ist natürlich irgendwo im Sumpf. Und da könnte zum Beispiel die Rüstung aus irgendwelchen Stoff, Leinen oder bestenfalls Leder von Sumpfhaien sein. Aber Sumpfhaie sind auch ein bisschen stark, die man lieber nur fernhält, als zu bekämpfen. Also deswegen haben ja auch nur die Templer... Die Lederteile, die ganzen Novizen und so weiter, die bestehen ja eigentlich nur so aus so einem Sackleinrobe, diesem komischen Stoffkranz oben drum und vielleicht mal so eine Schulterplatte oben drauf. Also das finde ich, allein die Rüstungen sind auch schon wieder logisch, sage ich jetzt mal. Und ich meine, wer macht sich heutzutage noch solche Mühe? Ich meine, ich kenne kein Spiel, das so logisch ist. In dem Sinn. Die Caesar's Legion in New Vegas hat es ihn gemacht. Oder auch die NKR in New Vegas hat es ihn gemacht. Vom Design der Gestaltung her. Ja, das stimmt.
Die hatten halt, irgendwie ihre Thematik gehabt und zum Beispiel die NKR hatte ja ziemlich viel Feed-Betrieb gehabt. Das hast du ja schon in Fallout 2 gehabt mit Westlands Farm und so ein Scheiß. Ja. Sprechen wir halt eben die kleinste Rüstung, die sie haben, ist einfach nur so eine Art Lederharnisch vorne drauf. Jetzt kommen wir langsam schon zu den stärkeren Gegnern, werde ich den ersten Run wahrscheinlich gleich beenden. Ja, aber wir waren eigentlich bei den Rüstungen vom neuen Lager. Die haben ja eben keine eigene. Die müssen ja eben alles selbst produzieren und haben hier keine Textilproduktion und können ja auch keinen Stoff von der Außenwelt importieren. Also sind sie halt meistens in Fellen und Ledergehäute gehüllt. Und die Rüstungen, die sie bauen, die sind auch eher so eher krude Metallplatten, eckig, hier dran genietet, fertig. Gut, im alten Lager hatten wir die Schatten, ja. Grunde genommen die Schatten, das alte Lager hat ja keinen Bedarf wirklich großartig aus der umliegenden Umgebung an Wildtiere, Fleisch, Felle oder sowas zu kommen. Ich meine, die waren ja auch in der Wildnis recht wenig vertreten. Es gab ja nur Kavalorn, aber ich glaube, der hat es einfach nur gejagt, weil es was soll er sonst die ganze Zeit? Just for fun. Nee, es war halt einfach so, du hast, wenn du irgendwie in der Wildnis rumgegangen bist, sind eigentlich irgendwie in den ganzen Stellen, auch in der Nähe vom alten Lager, auch diese Vertreter vom neuen Lager gewesen, weil sie einfach überall jagen wollten. Ja. Wollte man auch sagen, man musste, dass die Wildnis in Gothic ist ja ziemlich unbejagt. Ja. Was natürlich auch eigentlich zur Spielwelt passt, weil solange das alte Lager da ist, die haben ja einfach nur einen großen Zaun gebaut, dass das Wildleben draußen hält. Und im Grunde genommen müssen sie es ja auch nicht großartig bejagen, weil sie kriegen ja ihre Nahrung. Ja, die müssen nicht davon leben. Warum sollte man sich ein Risiko begeben, wenn man alles auf dem Servierteller bekommt? Das Einzige, genau, was sie irgendwie Viecher frei halten müssen, ist der Weg zur Austauschstelle. Eben, und der ist ja im Grunde genommen relativ frei. Du kommst ja als Level 1 Charakter relativ leicht zum alten Lager. Und du triffst auf dem Weg zwei Jäger vom neuen Lager. Ja, die logischerweise beim Jagen sind. Genau. Ja, und so zieht sich das durch das ganze Spiel alles. Das ist einfach logisch. Es ist einfach so. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja. Okay, langsam wird es hier ein bisschen eng und ich möchte die Items nicht verlieren, die ich bekommen habe. Aber im Grunde genommen, das ganze Wildleben in der Kolonie, besonders in den Gebieten, wo man überhaupt nicht, keine Menschenseele hingehen würde, wie das Ork-Gebiet oder eben dort, wo dieser alte Turm ist, wo die ganzen Skelette drin sind. Ja. Das ist halt das Wildleben immer stärker, weil es ist im Grunde genommen, wie wenn man sich bei uns im Wald anschaut, wenn kein Jäger mehr jedes Jahr dorthin geht, um eben die Rehe in einem bestimmten Bestand einzuhegen. Dann gibt es halt eben zu viele Rehe und zu viele Wildschweine und die machen halt eben die ganzen Bäume kaputt und es gibt viel zu viele und die verrotten dann und kriegen Krankheiten, weil es zu viele von denen gibt. Ja, weil wir die ganzen Wölfe ausgebildet haben, ausgerottet haben. Wenn es noch Wölfe gäbe, dann gäbe es auch weniger Pflanzenfresser-Wildbestand. Ist so. Gut, davon gibt es aber in Gothic 1 jede Menge Wölfe. Ja, das stimmt. Und Waage. Waage? Ja. Also Orkhund haben die. Orkhunde, ich wollte gerade sagen, im 1er hießen die noch nicht Waage. Im 1. Teil hießen noch Orkhund, ja, aber im 2. Teil hießen sie Waag. Dasselbe Modell, anderer Name. Ja. Wobei ich fand die Waage in Gothic 2 um einiges stärker. Ich glaube, das waren ja dann die spezielleren Ork-Waage. Weil die Waage in Gothic 1, die. Ich glaube, wir haben einfach nur den Level ein bisschen aufgedreht. Ja, damit das Spiel noch ein bisschen schwerer ist. Ja, und wir haben uns schon wieder verfranst. Wir waren eigentlich immer noch bei den Kastensystemen. Ach, endlich. Ja, stimmt, wir waren bei den Schatten. Genau, das alte Lager, das braucht ja von den umliegenden Lagern nicht wirklich was. Außer vielleicht Sumpfkraut, eben zur Fun, weil es eben das Einzige ist, was es sonst so zum Kiffen gibt. Und vielleicht sagen sie auch mal zum Reisschnaps aus dem neuen Lager nicht nein. Aber im Grunde genommen kriegen die alles. Das heißt, die Schatten sind für die Beschaffung nicht wirklich zuständig. Aber wenn man sich's mal genau überlegt, die ganzen Händler im alten Lager sind eigentlich Schatten und alle, die was zu sagen haben in den Minen und die verwaltende Aufgaben übernehmen, um diesen ganzen Minenbetrieb am Laufen zu halten, sind von den Schatten. Ja. Also ursprünglich sollten die Schatten ja so eine Diebesgilde sein, aber im Grunde genommen könnte man sie eher vergleichen mit den Typen, die im Knast einfach alles für dich besorgen können. Hey, brauchst du das, ja. Ja, im Grunde schon. Die Schatten sind noch im ganzen Spiel eigentlich die am wenigsten Sinn machen, ne? Ja, aber wenn ich drüber nachgedacht habe, in ihre Funktion das Lager aufrecht zu verwalten, macht das eigentlich schon wieder Sinn. Hast du meinen letzten großen Beitrag von heute gelesen? Nee, ich wollte ihn lesen, aber ich habe gedacht, ach, das heben wir uns für das Let's Play auf. Oh,
Okay, dann scroll ich runter, damit ich dich runterkriege. Man muss ja so sehen, es gibt ja als erstes Schutzerz in im alten Lager. Das heißt, wenn ein Buddler buddelt, dann buddelt er ja nicht nur das Erz eben für das alte Lager, sondern es wird davon sicher ausgegangen, hey, er ist ein verurteilter Verbrecher, er wird auch was für sich selbst abzwacken. Und vielleicht ist es auch einfach geduldet, dass jeder Buddler einen Teil des Erzes für sich behalten kann. Hey, klaust du Erz? Nein, ich bin Mörder, keine Sorge. Gut. Ich bin kein Dieb, ich bin Mörder. Ach, dann passt's ja. Komm rein, mein Freund. Und wenn man sich mal überlegt, eigentlich, wenn du als Spieler durch Gothic 1 gehst und das alte Lager siehst mit den Buddlern, die Buddler werden ja eigentlich nur von den Gardisten rumgeschubst, dass sie, hey, du musst jetzt Erz buddeln und so weiter, und hier musst du Schutzgeld abdrücken, also musst du einen Teil von deinem Erz an die Gardisten abgeben, dafür, dass sie dich halt eben beschützen und nicht verarschen oder abziehen, oder damit dich ja auch keine anderen Buddler angreifen oder als Freiwild erklären, einfach so eine Art Steuersystem. Ja. Wo man auch sagen kann, vielleicht ist es halt auch gegen die Inflation, damit die Buddler nicht zu reich werden, damit sie halt eben jede Woche einen gewissen Ding abdrücken, was dann wieder in den Export gehen kann und so weniger Erz im Umlauf ist. Aber der einzige Grund, warum die Leute ja eigentlich im alten Lager bleiben, ist, weil sie eben einen besseren Zugang zu den Außenweltwaren haben. Und wenn du dir Fisk ansiehst, das ist ja der eine Schattenhändler, der im Außenlager eben alles Mögliche über dich besorgen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass Fisk die ganzen Waren von der Außenwelt gestellt bekommt und er sie an die Buddler eben für das Erz verkauft, was die Buddler eben in der Mine für sich selbst einnehmen. Das heißt, die Buddler tun das Erz für sich selbst abzwacken und es landet nicht im Export und dafür geben sie es erst dann einem Händler im alten Lager gegen Waren aus der Außenwelt und dieses Erz landet dann doch wieder im Export. Das heißt, es ist eigentlich ein geschlossenes System. Ja, das stimmt. Also, ja, man kann halt, das Tolle ist natürlich, du hast eine unglaublich tolle Vorlage, Gothic 1. Aber im Grunde musst du nicht alles so verwenden, wie es original im Spiel ist, sondern kannst Es natürlich. funktioniert auch nicht ganz wie das mit der ganzen Wildlist. Das kann man halt schlecht im Lab projizieren. Ja. Außer Unglaublich eben gute es Leute, die Vorlage. sich ein Tierkostüm anziehen, wie es die Typen in der Tschechei in dem Gothic Lab gemacht haben. Aber das sieht da dann irgendwie komisch aus. Wenn es halt irgendwie so ein Dungeon mit, also sie haben einen Tunnel gebaut mit Plastikplanen an den Bäumen aufgehängt, damit es eben ein Tunnel ist. Und darin waren dann eben Leute, die sich kauernd hingehockt haben und eine Wolfsmaske aufgehabt hatten. Das Okay. könnte man der Darstellung ein bisschen besser machen. Also, wenn man einen Menschen in Tiergestalt stecken sollte, dann sollte es wenigstens sowas wie ein Schattenläufer oder Snapper sein. Etwas, was humanoide Beine ein bisschen hat. Ja, nee, es ist schon klar, aber das muss man ja nicht unbedingt machen. Wie gesagt, ja, man kann ja die Jagd irgendwie überspringen, indem man IT eine gewisse Zeit nicht zur Verfügung steht. So wird es ja Genau. mit der Alchemie auch gemacht. Ich meine, du sitzt bei der Alchemie auch da und brauchst einen Trank, aber ich meine, im Grunde tust du irgendwie Scheiße zusammenmixen, die nichts bringt. Ja, das ist leider so. Und das wird dir halt von der Spieleleitung irgendwie abgenommen. Die haben gesagt, ja, du hast jetzt irgendwie 3 Stunden da diesen Trank gemixt oder lass es eine halbe Stunde sein und hast irgendwie vorher die ganzen Zutaten durch die und die Aufgaben besorgt. Ja, du hast jetzt hier einen Trank, der das kann. Ja, in Wirklichkeit hockt einfach nur einer unterm Tisch und hat eine Soda-Club-Maschine. Und ich mache aus diesem Wasser Cola! Ja, genau. Also im Grunde, das ist halt natürlich eine Sache. Man kann es nicht eins zu eins nachspielen. Man kann sich einige Sachen eben anpassen. Und letztendlich muss man auch so sagen, man plant, was Lab angeht, immer recht viel. Aber es ist auch so, dass sich eine gewisse Entwicklung einstellen wird. Es gibt Sachen, die man einfach nicht voraussehen kann. Und genau solche Sachen. Jetzt muss ich echt aufpassen. Die hauen mich hier um. Und gewisse Sachen kann man einfach nicht voraussehen. Und da musst du halt einfach schauen, wie sich das später mal entwickelt. Und. Oh Gott, jetzt habe ich nochmal die Scheiße hier am Laufen. Oh. Ich habe auch mal diese Lab-Dokumentation, lief sogar letztens auf Arte, und zwar die eine Stelle von, ich weiß nicht was, Conquest oder Mythodea, wo sie halt eben über das Buch geschrieben haben. Die bringen ja jedes Jahr eben den ganzen Plot der letzten Cons zusammengefasst und auch den Plot, nee, der ganze, nee, warte, es war das Buch, was jedes Jahr rausgegeben wird an die Spielleitung, wo eben halt die ganzen Charakterbögen der Leute, der Mitspieler drin steht und auch der Plot und die Handlung und jedes Quest drin stand. Und das war schon auf 2000 Seiten oder sowas. Was? Ja, und die haben dann gesagt, ja, die Druckerei ist aber uns abgesprungen, weil die wollen keine so dicken Bücher mehr drucken. Okay, ist doch auch Geld, was die verdienen.
Ja, aber irgendwie haben sie dann Probleme mit ihrer Maschine gehabt oder hatten keine Maschine gehabt, die so dicke Bücher binden konnte. Ah, okay. Lol. Also sie hätten sie vielleicht so machen können, so der Plot von 2013, Band 1. Das stimmt. Ja gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir waren noch nicht fertig mit den Kasten. Wobei Kasten nicht schlecht sein kann. Also im Spiel ist es natürlich so, du wirst zum Beispiel, wenn du dich im alten Lager anschließt, wirst du erst Schatte und dann eben Gardist. Und wenn du dich halt im neuen Lager anschließt, wirst du halt erst Bandit und dann eben Söldner. Wobei, wenn du dir die Spielwelt genau betrachtest, dann sind Banditen und Söldner eigentlich in ihrer Funktion gleichwertig. Sie haben halt eben nur andere Aufgaben. Und Gardisten und Schatten haben auch andere Aufgaben, aber sie sind jetzt nicht unbedingt mehr oder weniger wert. Wie ohne die Schatten würde zum Beispiel das ganze Ding nicht funktionieren, aber ohne die Gardisten, die darauf aufpassen, dass die Butler nicht von irgendwelchen Viechern gefressen werden oder dass die Butler sich gegenseitig abstechen. Ich meine, wir hatten das Thema ja von Mörder, ach so, und ich bin nur die. Das stimmt. Nee, aber was ich zu dem Thema noch sagen muss, ist ganz klar, eigentlich sind die höheren eher nutzloser, weil sie die wichtigen Arbeiten der unteren Kasten verrichten lassen. Das ist ja auch so. Ich meine, wer möchte schon freiwillig unbedingt Müllmann werden? Keiner, aber wenn es keinen Müllmänner gibt, dann stapelt sich der Müll irgendwo. Also ist der Müllmann irgendwo schon verdammt wichtig eigentlich. Ja, Das die ist so. Gardisten haben zum Beispiel die Funktion, dass sie halt eben die Butler ein bisschen so rumschubsen. Und wenn du in der alten Mine bist, dann siehst du ja zum Beispiel diesen Eintippen, die Wärter erwischen mich nie, der sich vor der Arbeit drückt. Das stimmt, ja. Und Gut, du gibst ihnen andererseits auch gibt noch Geld für Informationen. Siehst du, das System funktioniert. Und denkst du nur, du Arschloch. Genau. Hey, wem ist es nicht so gegangen? Ja, wie kommst du dann in Ernst, wenn du hier nicht arbeitest für 10 Erstwochen, sage ich's dir. Okay, sag's mir. Und wie? Na so? Was? Schau genau zu. Schau genau zu, wie dein Ernst in meine Taschen kommt. Ja, aber irgendwie hat man ihn doch nicht umgehauen, weil er doch Informationen für einen hatte. Ich glaube, ich habe den nicht einmal umgehauen. Der hat ja, glaube ich, dir gesagt so, hey, hier hast du den Dietrich oder da ist so ein abgelegener Stollen, wo es eine gute Waffe geben müsste oder sowas ähnliches. Ja. Theoretisch kann man im ersten Kapitel aber schon da unten rein und sich die Waffe holen. Ja, kann man. Darum geht's ja. Ja, nein, weil du gesagt hast, die selbstgeschmiedete Waffe ist eine der besten im Spiel. Im ersten Kapitel. Oh. Das beste Schwert. Ah, okay, natürlich. Genau. Ist ja auch so wichtig, was man da schwingt. Macht ja kampftechnisch schon einen riesen Unterschied. Ja. So, ich werde jetzt hier den ersten Run beenden, weil wir kommen schon mittlerweile sehr tief und wir kommen zu gefährlichen Gegnern. Und ich habe keinen Bock, dass ich jetzt die echt geilen Items, die ich hier bekommen habe, dass ich die verliere. Deswegen werden wir die sichern. Und genau, und dann würde ich sagen, reden wir im nächsten Part weiter über Gothic Lab. Was meinst Dumm, du? hä? Was meinst du dazu? Ja, wir waren ja noch nicht fertig. Nee, wir waren noch lange nicht fertig. Gibt noch einiges. Ja, haben wir jetzt mal grob angefangen mit dem Thema. So, das ist jetzt die letzte Ebene. Eine Ebene noch! Noch U56. eine! Ich kann aufhören, ich schwör's! Ja, das habe ich immer gesagt zu den blauen Truhen in den letzten Games. Oh, noch eine blaue Truhe, ich kann auch, wenn ich schwer. So, ich bin gestorben. Scheiße! Ja, zu Sumpfkraut-Dealer sagt man das auch. Ja, das stimmt. Siehst du, jetzt bin ich nochmal eine Ebene weiter runter. Ebene 57. Ich mache das jetzt noch ein bisschen. Nee, nee, nee. Egal. Fresh meat. Also, patscha. Nein, okay. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier mal ab, damit wir wirklich mal rauskommen. Tasche Gorgish Hand. So, wir sind draußen und ich speichere das Ganze jetzt mal ab. Zack, Save State. Yes. Dann pick ich die State und zwar auf die 1 und save hier auch nochmal. So, meine Freunde, das war der erste Part. Hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir haben ein paar geile Items bekommen. Ihr seht jetzt noch den Abschlussbildschirm mit den ganzen Errungenschaften, was wir gemacht haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Luwe die Anhöhle, da geht es wieder weiter mit Yaro und dem Gothic Lab. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.